Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Im letzten Part haben wir Kierchester erkundet. Wir haben vier TMs haben wir bekommen. Felsgrab, ja, kann man gebrauchen. Und einmal Dracometeor. Dracometeor wiederum kann aber noch keines unserer Pokémon erlernen. Ich musste gerade nochmal einen Neustart machen, weil das ein bisschen geleckt hat. Ich habe die Switch einmal ein- und ausgeschaltet. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Und heute wollen wir uns Melde-Eisprinzessin stellen. Wir haben sie einmal persönlich gesehen, aber noch nicht. Sie hat noch nicht mit uns gesprochen. Und ihre Liga-Karte haben wir auch schon. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Legen wir los. Ah, ich will mal das Feuer-Outfit tragen. Na komm, kaufen wir mal ein paar Tränke vorsichtshalber. Du weißt nie, was sie im Petto hat. Kein Hyperheiler. Ach komm, nimm mir mal vorsichtshalber zwei Eisheiler mit, aber ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Wie ziehe ich mein Feueroutfit an? Kann ich das hier machen? Ich will meine... Wo kann ich denn meine Uniform auswählen? Nein. Das ist doch blöde. Ich will unbedingt meine Feueruniform. Ich weiß, dass ich die von... von Kabu bekommen habe. Aber... Okay. Ein Fallgrubendetektor. Bin mal gespannt. Okay. Nun denn, soll ich dir die Regeln der Arena-Mission von Kierchester erklären? Gerne. Gut, dann habe ich ein paar erklärende Worte zum Fallgrubendetektor für dich parat. Überall im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Wer in eine solche Fallgrube plumpst, wird zur zuletzt erreichten Plattform zurückgebracht. Okay, der Detektor vibriert stärker, je näher du einer Fallgrube kommst. Dann viel Erfolg. Okay. Ah, komm. Okay. Ich wollte es mal ausprobiert haben. Aber wenigstens bleibt es. Aber cool. Hallo Trainer. Solange mein Eis-Pokémon bei mir ist, bewahre ich immer einen kühlen Kopf. Oh, das war eine schöne in der Gerudo-Wüste. So ein schönes Eis-Pokémon. Nice. Was hast du denn? Gehen wir direkt auf Nitro-Ladung. Sollte ein One-Hit sein und das ist es auch. Oh, Akani erreicht wieder fast ein Level. Wie kann das nur möglich sein? Bin auf jeden Fall mal gespannt. Als ob. Ach komm. Okay, wenn ihr einen Guide oder so braucht, was Fallgruben irgendwie oder einen Experte braucht, ich bin auf jeden Fall keiner. Also! Na gut, jetzt gibt es ja nur noch einen Weg. Ja. Wollen wir es auch mal so versuchen?
Sonst wäre es ja langweilig. Nein, hier geht's nicht lang. Als ob. Alter, ist... Hier komme ich nicht weiter. Ah, das ist gar nicht so einfach. Hier links ist gleich einer. Hier, na. Nein, das gibt's doch nicht. Als ob es geradeaus geht, natürlich. Also einfach ist es nicht. Hallöchen, wer bist du denn? Arena Challenger, ich werde dich und deine Pokémon einfrieren und dann in kleine Stücke zerschmettern. Dann hoffe ich mal, dass du auch sagst, was du versprichst oder hältst, dass du versprichst. Ein Austausch. Ist ja gar nicht. Hat Austausch einen Eistyp? Ich dachte, das wäre vom Typ Wasser. Wir gehen einfach mal auf die Nitro-Ladung. Eine Wasserattacke und ich bin down. Gehen wir mal auf die Kopfnuss. Okay. Noch eine Kopfnuss und dieses Austausch ist down. Sollte es zumindest. Schauen wir mal. So ist es. Akani Level 39, das ist schön. Scheint, als hättest du mich zusammen mit meinem Stolz zerschmettert. Oh ja. Ach komm. Ah Gott. Ja, ist klar. Also. Gott. Na, Arena Challenger, bist du hier, um Mel herauszufordern? Oh ja. Müsste, glaube ich, auch so aus der siebten Gen sein. Sechste oder siebte Gen. Das Siberio. Nitro-Ladung sollte es finishen. Was? Nein, es hat noch durchgehalten. Okay, Respekt dafür. Boah, was bringt mir das jetzt? Ich bin verwirrt. Wechseln wir mal das Pokémon zu Lichtel. Ah, tja, siehst du, keine Wirkung auf mich. Beende es mit Spukball. Bam! Auf Wiedersehen, Siberio! Und sogar noch ein Volltreffer, nice! Mel zieht mir die Ohren lang, wenn sie hört, dass ich gegen dich verloren habe.
wenn sie auch gegen mich besteht, dann schauen wir mal. Als ob, das gibt's doch nicht. Ich habe mir das aber schon gedacht. Also die Entwickler versuchen ja einen immer zu triggern, ja. Und bei mir passiert es auf jeden Fall. Ah. Hier rum oder hier rum? Ah. Oh Gott. Ja. Und hier ist wahrscheinlich auch eine Platte. Ja, natürlich. Na, wie viele Fallen habe ich übersehen? Zwölf Stück, okay. Da immerhin. Nein. Als ob! Wie soll ich denn da was sehen? Das ist so lächerlich. Aber ich find's nice. Lass erstmal so vielen Fallen wie möglich auslösen, weil... Also ein bisschen erkennt man ja. Vor allen Dingen, eigentlich ist das nichts weiteres als Blind Gaming. Also, Real Blind. Kennt ihr ja schon von meinen Pokémon Let's Plays. Ja, jetzt weiß ich auch, wozu dieser Detektor gut ist, also. Oh, ich habe sogar einen Trainer übersprungen. Das ist mir jetzt aber ziemlich egal. Moin, Hanna, na? Alles gut bei dir? Nein. Oh Gott.
Nein, das gibt's doch nicht. Oh nein. Wie geht's dir? Ja, ich bin gerade bei der Eisarena und versuche die zur Arenaleiterin zu gelangen. Was? Hallo Trainer, wo bist du? War nicht hier gerade ein Trainer? Ah, doch hier. Immer weitergehen, auch wenn man den Weg nicht so sieht. So läuft die Arena-Mission hier im Kirchester Stadion. Okay. Kämpfen wir doch noch gegen den Trainer. Wow. Was ist das denn für ein Pokémon? Ein Arktiklas. Okay. Sollte aber mit einer Nitro-Ladung down sein. Und da glaube ich nicht, dass wir so wirklich Probleme haben. Oh. Okay. Hat wohl eine gute Verteidigung auf jeden Fall. Die Feuerbälle will ich mir für Mel aufheben. Unbedingt. Muschelglocke heilt uns, wie immer. So, noch ein Flammenblitz und das hätten wir dann. So wie du an den Sieg deiner Pokémon geglaubt hast, musst du dich auch an dich selbst glauben. Okay, das mache ich auf jeden Fall. Also ein bisschen kann man ja sehen, aber... Ah, wisst ihr was? So sehen wir das jetzt wenigstens. Hoffe ich. Gehen wir erstmal den Rand ab, würde ich sagen. Guck, da können wir jetzt nämlich nicht nochmal runterfallen. Okay, das ist schön zu wissen. Okay, da sind wir schon fast bei der Arenaleiterin. Jawohl. Gott, Alter. Gehe ich jetzt mit diesen Dingen ins Stadion, oder was? Naja, alles gut, hat mich gefreut, Hanna. So, jetzt geht's gegen Mel. Ich bin Mel. Wie du hier schon sicher gedacht hast, befehle ich ein Team aus Eis-Pokémon. Du hast dir auf dem Weg zu mir ein paar blauen Flecken geholt, was?
Tja, meine Fallgruben sind eben unberechenbar. Aber glaube ja nicht, dass du deshalb vor mir das Schonungsprogramm bekommst. Hat ein bisschen viel auf dem Oberschenkel, aber gut. Sobald ich dich das erste Mal eingefroren habe, gibt es kein Entkommen. Was ich damit dir mache, fragst du? Tja, das wirst du denn sehen. Ich werde dich kaltblütig auf Eis legen, damit du eben... das ist eben mein Stil. Okay, es geht los. Schauen wir mal, was sie für Pokémon hat und wie viele. 4 Stück hat sie. Wir werden es natürlich wieder ohne Dynamax versuchen. Bis jetzt hat es ja immer schön geklappt. Level 40, ein Mortineva. Gehen wir als erstes mal auf die Nitro-Ladung. Und es reicht, jawohl. Wird wahrscheinlich Eiskäfer-Typen haben. Ein Flammpavian. Okay, dann zeig mal. Ihr Signature-Pokémon hat sie wahrscheinlich, wird sie wahrscheinlich als letztes einsetzen. Bye bye. Aber ich denke nicht, dass wir irgendwelche Schwierigkeiten haben werden. Lichtler erreicht ein Level und Amphira. Ein Kubuin. Hallo Kubuin. Ah, nice. Das Pokémon feiere ich. Nitro-Ladung. Müsste Eiswasser haben. Ja. Ja. Tiefkühlkopf von... Okay. Verdammt. Sie hat Hagelsturm eingesetzt, nehme ich an. Nicht schlecht. Auf jeden Fall eine schöne Strategie. Das heißt, wenn es hagelt, kriegt Kubuin einen neuen Eiskopf und ist somit vor Feuerattacken geschützt. Habe ich auch noch nicht erlebt, aber nice. Gehen wir mal auf die Kopfnuss. Was? Direkt Nitro-Ladung. So, jetzt entkommst du mir nicht. Okay, der Nachteil ist wahrscheinlich, sie kann es nur alle 2 Runden, weil die Fähigkeit aktiviert sich wahrscheinlich nur alle 2 Runden. Oder nur 2-mal. Auf Wiedersehen, Kubuin. Das war's für dich. So, und jetzt kommt ihr Signature-Pokémon. Ich bin mal gespannt. Level 42 für Vulpix, das ist schön. Ein Lapras! Damit können wir wirklich Schwierigkeiten bekommen. Wir bleiben aber mal. Selbst wenn es nur ein kleiner Splitter ist. Eis bleibt Eis. Du wirst schon sehen. Es müsste eigentlich noch den Wassertypen haben. Ich will aber nichts riskieren. Dann mal los. Giga Dynamax. Oh, das ging wieder zu schnell. Ja, ist klar. Okay. Was ich auch so nice finde. Guck mal, drumrum sind so, ja. Lapras beherrscht ja auch Gesang. Bam. Und dass sie das dann so ein bisschen eingebaut haben. Finde ich nice. Wenn wir das denn jetzt überleben.
Das war die Wasserattacke. Und es regnet, das heißt, Lapras Wasserattacken werden auch nochmal stärker. Wir gehen einmal auf Lichtel. Wir heilen natürlich unser Libalo. Unser Init ist auf jeden Fall höher, das ist schon mal gut. So, das war die zweite Runde. Eine Runde hat sie noch. Libalo, du darfst ran. Feuerball! Ich hoffe, der trifft auch. Er hat zwar getroffen, aber unsere Feuerattacken werden abgeschwächt, auch nochmal durch die Wasser. Auch nochmal durch den Regen. Vulpix, du darfst. Ich hoffe, das hört auch gleich auf zu regnen. So. Aber ich nehme an, sie hat bestimmt auch noch einen Trank in petto. Ja, komm, gib ihm Surfer. Ich glaub's nicht. Lieber Lotto, das wieder. Hört es jetzt auf zu regnen? Immer noch nicht. Gehen wir mal auf die Kopfnuss. Nein! Jetzt kommt bestimmt ein Trank, ich wette es. Aber sie ist zurückgeschreckt. Und es hört auf zu regnen, das ist schön. Feuerball. Nee, doch kein Trank. Okay. Ja gut, dann gib ihm Kickalo. Bam. War auf jeden Fall eine schöne Dynamics-Form. Und damit hätten wir es doch schon. Nice. Okay. Ich will mich einfach nicht... Ich will mich einfach in einem Loch verkriechen. Wobei man in den Löchern hier recht tief fällt. Nice. Unser Lichtel entwickelt sich. Nice. Okay. Na nun, Lichtel entwickelt sich. Der Lichtel wurde zu Latenecto. Wir können mal schauen, ob es noch eine Weiterentwicklung hat. Aber schauen wir gleich. Nee, schauen wir jetzt nach. Ich bin der Meinung, es hat noch eine Weiterentwicklung. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Schauen wir mal kurz. Hier, Entwicklung. Okay, cool. Dann weiß ich schon, was wir gleich machen. Es gibt sich als Lampe aus und lungert in Städten herum. Entdeckt es einen Menschen, dessen Todesstunde naht, folgt es ihm leise. Okay. Was soll ich jetzt denken, Lichtel? Ah. Das ist ja mal eine Überraschung. Du hast richtig was auf dem Kasten. Dass ich verloren habe, ist natürlich frustrierend. Aber ein Nachwuchstalent wie dich zu entdecken, macht das wieder wett. Hier, nimm erstmal den Eisorden. Schön, wie er glitzert, oder? Mal schauen, wie er aussieht. Da ist er! Unser Eisorden. Nice. Damit hätten wir auch den sechsten Orden. Hob ist einschließlich Level 50. Wie wäre es wohl, wenn du irgendwann als Champ meinen Sohn gegenüberstehen würdest? Besprich mir, dass du ihn ordentlich in die Mangel nimmst, falls dieser Tag hier kommen sollte. Wer ist denn... Ist Roy... Du hast einen Sohn?
WTF? Du siehst noch voll jung aus. Aber wer ist ihr Sohn? Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Mel. In Anerkennung deiner Leistung erreiche ich dir diese TM. Eissturm, cool. Und wir kriegen wahrscheinlich die Eisuniform. Nice. Und was ich noch einmal machen wollte. Na, das wollte ich nicht. Einige können sich das schon denken. Ich hoffe, es funktioniert auch, aber ich denke mal schon. Ich glaube, wir haben nämlich einen. Latenecto, ich hatte zwar noch nicht mit dir gekämpft, aber entwickel dich! Skelabra. Hallöchen. Lesen wir uns auch gleich den Pokédex-Eintrag von Skelabra durch. Angeblich soll früher in Häusern, wo Skelabra zur Beerdigung verwendet wurden, eine Beerdigung auf die anderen gefolgt sein. Oh, das tut mir leid. Okay, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.